So, hoffentlich lässt mich die jetzt eine Weile mal in Ruhe. Verdammt, das Spritzen muss sie angelockt haben. Alles in Ordnung? Bin an einigen Stellen verletzt. Aber wenn ich Sodden überlebt habe, überlebe ich auch das. Hattest du Glück? Eine schwarze Perle, wie gewünscht. Wunderschön. Selten, wie meine Letter. Nun, wie Marschall Nathalie sagen würde, du hast dir eine Medaille verdient. Oder eine Woche im Bordell. Münzen reichen mir vollkommen. Oh, ja. Hör zu, es ist mir schrecklich peinlich, aber... Nun, ich habe keine Münzen dabei. Was? Weise. Nicht wahr? Selbst die Hauptstraßen sind gefährlich. Nicht so wie früher. Wir treffen uns in Novigrad. Ich bezahle dich bis auf den letzten Heller. Fußsoldaten, Ehrenwort. Schön. Da haben wir noch mal. Da haben wir sowieso noch etliches zu tun. So, wie komme ich jetzt am schnellsten nach Novigrad? Schnellreisepunkt. Jetzt sicher nicht da hoch, oder? Schauen wir mal. Plätze. Aber einen näheren Punkt, wo ich mit dem Schiff hinkomme. Nein. Aber da hat es doch sicher auch einen Schnellreisepunkt. Hat es sich als Zeugs repariert? Nein. Ich mag die Musik hier. Thank you.
direkt hinfahren? Sollte. Oder auch nicht. Meine Augen mich nicht täuschen, bist du der Weiße Wolf. Krieger, Liebhaber, außergewöhnlicher Philosoph. Da hat dir jemand einen dicken Bären aufgebunden. Und ein Freund des Großmeisters Rittersporn persönlich. Großmeister Rittersporn? Genau. Der dir ein Denkmal gesetzt hat, das länger hält als Bronze. Wenn du ihn triffst, Weißer Wolf, bestell ihm bitte, wie sehr ich, Sigurd, seine zahlreichen Errungenschaften würdige. Oh, ich werde ihm bestimmt mitteilen, was ich von seinen Geschichten halte. Es wäre eine Schande, einen solchen Künstler zu zensieren. Ich bin zwar Schmied, doch auch ich versuche mich mit Worten. Ich würde mir gerne mal deine Waren ansehen. Ach, hat wieder fast kein Gold. Bis dann. Warum bin ich jetzt hier dahinter? Weißt du, mein Papa ist weg und kämpft gegen die Schwarzen. Das war gar nicht so einfach. Wie der Hexer bald erfuhr, war ich den Bossen der Unterwelt Novigrads in die Quere gekommen und verschwunden. Der zuverlässige Geralt fand heraus, dass ich im Kerker der Tempelwache hockte. Geralt und seine Freunde schafften es, mich zu befreien. Und das war auch gut so, denn ich wusste tatsächlich, was Ciri widerfahren war. Leider weilte sie schon nicht mehr in Novigrad. Ein Schwarm von Banditen war uns auf den Fersen gewesen. Dann hatte die Tempelwache uns umzingelt. Da war sie mit einem heißen Blitz verschwunden. Wohin? Wusste ich auch nicht. Ich frage mich, wie man nach Kaer Morhen hinkommt. Ich habe jetzt nämlich eine Quint-Quest, wo ich gegen Lombard spielen muss. Und der sitzt in Kaer Morhen. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Warum muss das Spiel jetzt? Was kann ich für dich tun? Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Besser. Und? Ja, tatsächlich. Auf ein Schäfer.
Stündchen. Geralt, Hexer und Perlenjäger, hier ist deine Bezahlung. Du hast sie dir wirklich verdient. Ohne dich hätte ich es niemals geschafft. Hat es sich gelohnt? Ich denke schon. Ich glaube, sie gefällt Letta. Letta? Das sollte sie aber. Alles andere wäre ziemlich undankbar. Die Sache ist etwas komplizierter. Weißt du, Letta ist krank. Etwas ist mit ihrem Kopf nicht in Ordnung. Es fing mit ihrem Gedächtnis an. Sie hat Dinge vergessen. Dann hat sie Leute nicht mehr erkannt. Auch mich nicht. Und jetzt? Jetzt spricht sie nicht mehr. Ich dachte, wenn sie die Perle sieht, würde in ihr etwas aufwachen. Weißt du, wir haben viel über das dumme Versprechen geredet. Das war unser Witz viele Jahre lang. Aber nein, es hat nicht funktioniert. Tut mir leid. Mir auch. Leb wohl, Geralt. Mögen die Götter dich auf dem Weg beschützen. Ach, armer Kerl. Tut mir leid. So, ich hab dir noch neben so eine niedrige Stufe Hexerquest. Genau. Das Bienenphantom. Deine Klingen, warum trägst du die nicht an der Hüfte wie alle? Weil es cooler aussieht. Das sieht jetzt dämlich aus, zwei so riesenlange Schwerter an der Hüfte zu tragen. Denn Hexen sind die Quelle allen Übels. Sie tragen sich mit Kobolden und schlürfen Säuglingsblut. Ich hatte nur einen einzigen Humpen. Langsamer. So, dann guck mal, was denn das Bienenphantom ist. Kann man da nichts drunter vorstellen. Je mehr ich trinke, desto schlauer. Halt's ab. Kein Bedarf gegen den Weißen zu kämpfen. Vor langer Zeit habe ich einer Frau vertraut. Gebummelt wird nicht. Ich war bereit, meine rechte Hand. Nicht bummeln. Honigwarp-Reisender. Was, wenn ein Halbling Hexe... Holofernus Meiersdorf, zu deinen Diensten. Dies sind meine Söhne, Bernie, Franklin und Hugo. Bist du mit Rico Meiersdorf verwandt? Ja, mein jüngster Sohn. Leider ist er dem Familienberuf nicht treu geblieben, sucht sein Glück in der Stadt. Warum fragst du? Kennst du ihn? Wir sind uns begegnet. Aber deswegen bin ich nicht hier, sondern wegen deiner Nachricht. Es ist das Bienenphantom. Das verwüstet mir die Körbe. Dir ist doch klar, dass es so etwas wie ein Bienenphantom nicht gibt. Es muss ein Monster sein, eine Erscheinung vielleicht. Haben deine Arbeiter was gesehen? Ich selbst. Ich habe die Körbe gereinigt. Da schrie einer der Landarbeiter auf, als hätte ihn ein ganzer Schwarm auf einmal gestochen. Ich lief zu ihm
und fand ihn tot. Hatte er Stiche? Nein, er sah eher erfroren aus. Blaue Lippen, raureif im Haar. Und er war von toten Bienen umgeben. Der tote Landarbeiter. Was habt ihr mit der Leiche gemacht? Die würde ich gerne mal sehen. Zu spät. Wir haben den armen Tropf vor ein paar Tagen begraben. Wo ist das Phantom erschienen? Kann mir das jemand zeigen? Ja, ich. Komm mit mir. Hier entlang. Folge mir. Wie kommst du darauf, dass es ein Bienenphantom ist? Das ist ein Imker-Aberglaube. Wenn man mit den Bienengaben Schindluder trägt, erscheint das Phantom. Es zerstört die Körbe und tötet die Bienen, damit niemand die edlen Kreaturen für niedere Zwecke benutzen kann. Du hast deine Bienen auf die Konkurrenz gehetzt, nicht? Nein. Vater hat neulich einen Vertrag mit den Redanian geschlossen. Dann ist das Phantom aus Nilfgaard. Aha. Ja, aber Nilfgaard wird wohl kaum was machen. Das ist sicher ein Geist wieder, oder? Das ist der Ort. Hier hat das Phantom den Landarbeiter getötet. Vielleicht hat es Spuren hinterlassen. Frostbedeckt. Die Kälte muss die Bienen getötet haben. Blut, trocken und schwarz, also mehrere Tage alt. Hier muss der Landarbeiter gestorben sein. Das Bienenphantom möchte wissen, wo die Hinweise mich hinführen. Es ist ganz schön schwer. Was, wenn ein Halbling Hexer wird, ha? Das möchte ich. Die Spur verschwindet im Wasser. Ich bezweifle, dass sich irgendwas in der Pfütze versteckt, die sie als See bezeichnen. Muss auf der anderen Seite nachsehen, ob die Spur da weitergeht. Da ein Teich ohne Ertrunkene. Aber die haben die Körbe nicht gefunden. Da komme ich nicht durch. Muss einen anderen Weg finden.